Bevor wir jetzt mit ein paar Zeichnungen beginnen, wollen wir unser Word einmal so anpassen, dass wir möglichst gut zeichnen können. Und dazu werden wir jetzt den Schnellzugriff abändern. Hier oben ist dieser Schnellzugriff. Da werde ich einige Dinge rausschmeißen, zum Beispiel dieses automatische Speichern hier entfernen. Dann dieses Touch-Symbol brauche ich auch nicht mehr. Und was recht sinnvoll ist, ist dieses Menüband oder diesen Schnellzugriff einmal unter diesem Menüband anzeigen zu lassen. Dafür gehe ich hier rauf und sage unter dem Menüband anzeigen. Und hier kann ich dann auch sagen, ich möchte noch das Symbol neu dazu haben, was sinnvoll ist. Und dann kann ich hier noch weitere Befehle hinzufügen. Was ich auch sinnvoll finde, ist Speichern unter. Das benutze ich sehr häufig. Das ist hier vorne irgendwo aufgeführt. Hier. Das füge ich hinzu. Und ich kann jetzt hier meine Liste sortieren. Das heißt, ich kann hier das Symbol ein wenig hochfahren. Auch neu packe ich ein wenig hoch. Und dann kann ich, wenn ich hier meine Liste dann woanders verwenden möchte, auf einem anderen Rechner, kann ich diese exportieren. Das geht hier unter Exportieren, Anpassungsdatei, Exportieren und dann kann ich auswählen, wo diese Datei gespeichert wird und kann sie mir dann auf einen Stick ziehen und dann auf einem anderen Rechner dann hier auch importieren. Das war es erstmal soweit zu unserer Schnellzugriffsliste. Die werden wir in den nächsten Tutorials ein wenig anpassen, aber hier jetzt erstmal ein paar Basics zu diesem Schnellzugriff. Falls du Unterstützung beim Zeichnen in Word brauchst oder einen Vorschlag für ein neues Video hast oder einfach nur ein paar Dokumente austauschen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du bei meinem Discord-Channel vorbeischaust. Der Link hierfür befindet sich unten in der Videobeschreibung.